Hallo liebe Fans der NEW, es ist mal wieder Dienstag und NEW Showdown ist zurück. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, handelt es sich bei mir nicht um Stefan Matern, der hat die verantwortungsvolle Aufgabe, unser kleines Familienprogramm zu moderieren, jetzt mir übertragen. So, was haben wir denn heute für euch? Zum einen werden wir von The Austrian Machine vom Maximum Terminator hören. Max wird einiges zu sagen haben. Außerdem hören wir vom NEW World Heavyweight Champion TKO. Zunächst aber starten wir mit der Zusammenfassung der Action vom 5. März in Hessdorf. NEW Retribution, die Recap. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu NEW Retribution! Gleich zu Beginn stellte der World Heavyweight Champion TKO klar. Ich kann dazu nur eins sagen, der Upshaw Rising hat hier im NEW Hotspot nichts zu suchen gehabt. Dann ging die Action los mit einem Triple Threat Tag Team Match. Team Turbulence trafen auf Los Luchadores Hermosos samt ihrem Manager mit dem kompliziertesten Namen der Wrestling-Welt, Karl Maria Ludwig Eberhard von Hartenberg. Das dritte Team in diesem Match, Tommy Blue Eyes und Georg Shoshi Gwer, die sich erst seit kurzem wieder vertragen hatten. Es gab im Ring hohes Tempo und High-Flying vom Feinsten. Tommy Blue Eyes konnte am Ende den Sieg für sein Team mit dem Out of the Blue einfahren. Im zweiten Kampf stand The Most Entertaining Cash Crash dem Rebellen Maverick Cross gegenüber. Als Wetteinsatz war vereinbart, sollte Cash Crash gewinnen, dann muss Maverick sein Tag-Team-Partner werden. Und das hat Cash Crash dann auch tatsächlich geschafft. Dann betrat die Bestie aus dem Norden den NEW-Hotspot. Demolition Davis bekam es mit dem Maximum Terminator Max zu tun. Demolition Davis hatte Max ja in einem Tag-Team-Match bei Total Breakdown im Ring mit TKO alleine gelassen. Und dafür wollte sich Max gebührend revanchieren. Am Ende konnte die Austrian Machine die Bestie mit dem Spear zu Fall bringen. Dann gab sich Leon de Boer die Ehre, begleitet von Whisper. Für ihn ging es um die GWP World Championship gegen Juvenile X. Leon mobilisierte alle seine Kräfte, aber rücksichtslos wie er nun mal ist, konnte Juvenile seinen Titel erfolgreich verteidigen. Aziz Adamant kündigte sich im darauffolgenden Kampf wie üblich selbst an. Wie auch seinen Partner, der ihm vom Rising erhalten geblieben ist, Empire. Ihre Gegner, die bislang unbesiegten Kickout. Fast-Time Mudo und Mr. Exotic Erotic. Und unbesiegt sollten sie auch am Ende des Abends bleiben. Dann traf Shizu Rick Stalwart auf einen Gegner, der schon lange auf seine Gelegenheit gewartet hatte, Shizu Rick eine Lektion zu erteilen. Sigmaster Rappo alias Pascal Siegner.
Da es Big Steve aber relativ leicht gelang, Referee Andreas Wilsdorf mit einem Schmuddelmagazin abzulenken und sich hinter seinem Rücken einzumischen, konnte Shizu Rick den Sieg einfahren. Mit den Beinen beim Pin auf den Seilen. Seinen Platz im Main Event hatte sich Gianni Leone gesichert, nachdem er Adrian Sevier backstage attackiert hatte. TKO, der Adrian seine Titelchance eigentlich gerne gegeben hätte, knöpfte sich den Italiener vor und behielt seinen Titel am Ende des Abends. Das war aber noch nicht alles, denn plötzlich erschien auf dem Großbildschirm ein bekanntes Gesicht. TKO! Wie ich gerade gesehen habe, hast du dein Match gewonnen. Ist mir scheißegal. Bei Extreme geht's gegen mich. NEW Retribution. Der erste Event nach dem Untergang der Gruppierung Rising. Und wie eben gesehen, hat sich Max am Ende der Veranstaltung gleich mal mit niemand Geringerem als dem regierenden, amtierenden NEW World Heavyweight Champion TKO angelegt. Scheint ganz so, als würde Max sich gleich mal seinen Platz im neuen NEW-Machtgefüge sichern wollen. Was die Austrian Machine, The Maximum Terminator, selbst dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt. Rüber in den NEW-Hotspot. Neben mir steht ein Mann, der die NEW in den vergangenen Jahren entscheidend mitgeprägt hat. Max war schon ganz oben und er war schon NEW World Heavyweight Champion. Was wird das Jahr 2016 für dich bringen? 2014, 2015, 2016. Es spielt keine Rolle. Der Weg geht ganz nach oben. Wie immer, okay? Und TKO, da die geschissenen Spiele vorbei sind mit den Rising Stars da, schaut das so aus, dass ich mir den Titel zurückhole, ist das klar? Ich hole mir den Titel zurück und dann ist für die Lights out! Ja, Max, der scheint sich sicher zu sein, dass er jetzt, wo er wieder da ist, sofort an die Spitze der NEW gehört. Bedeutet für den Champion natürlich, auch nach Rising wird TKO alle Hände voll zu tun haben, wenn er Champion bleiben will. Aber wir wissen ja von TKO, dass er überhaupt keine Probleme damit hat, der gejagt zu sein. Hören wir von ihm selbst, vom regierenden, amtierenden NEW World Heavyweight Champion. Hier ist TKO. Für manche Leute ist das nur ein Gürtel. Für mich ist das ein Traum. Ein blutiger Weg, den wir gemeistert haben. Die NEW World Heavyweight Championship bedeutet, dass wir ganz oben an der Spitze stehen. In dir steckt mein Blut, mein Schweiß und meine Tränen. Und seitdem wir ganz oben an der Spitze stehen, sind alle Augen auf uns gerichtet. Die Erwartungen so hoch wie noch nie zuvor. Und dann kommt Max. Ich weiß, du bist ein harter Fighter und ich respektiere dich. Aber du wirst dieses Gold nie bekommen. Und bei NEW Extreme gibt es einen Sieg. Meinen Sieg. And I'm still your NEW World Heavyweight Champion. Tja, liebe Fans, so schnell kann es gehen. Das NEW Office hat bestätigt. Im Main Event am 30.04. bei NEW Extreme heißt es Max gegen TKO. Und zwar um die NEW World Heavyweight Championship. Das wird nicht nur irgendein Match, es wird ein False Count Anywhere Match.
Das bedeutet natürlich nicht nur, dass sich die beiden Kontrahenten mit allem prügeln dürfen, was sie so in der Halle finden. Nein, es bedeutet, die Pinfalls zählen überall. Nicht nur im Ring, auch außerhalb, auf der Rampe, im Backstage. Wenn die beiden möchten, können sie sich bis nach Erlangen zum Rathaus prügeln und sich dort auf dem Schreibtisch des Oberbürgermeisters pinnen. Die Tickets für NEW Extreme am 30.04. bestellt ihr am besten schon mal vor, und zwar über unsere neue Homepage www.new-wrestling.de. Von Showdown war es das für diese Woche. Ich sag alles Gute, haut rein, bis dann!